Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Schneepflug baut. Und natürlich möchte ich euch mal fragen, wie ich es sonst mit den Livestreams gemacht habe. Wie war euer Tag, Leute? Schreibt es mir in die Kommentare rein. 10 ist wunderbar, 1 ist nicht so gut. Also, ihr kennt es vielleicht eh schon von den Livestreams und so, also wisst Bescheid. Wer nicht, kann mich gerne abonnieren, damit bekommt ihr auch immer Benachrichtigungen, wenn ich mal wieder live streame. Aber, wie gesagt, Leute, ich hätte gleich gesagt, fange ich direkt an zum Bauen. So, das erste, was wir bauen bei unserem Schneepflug, sind erstmal die Reifen. Dafür machen wir sozusagen, hoppala, machen wir so am besten hier doppelte Reifen vorn. In der Mitte lassen wir eins frei, danach gehen wir hinten so zwei Blöcke zurück und danach machen wir hier nochmal zwei Reifen rein. Danach verbinden wir das hier mit den Andesit Slabs sozusagen. Machen wir vorn auch nochmal so. Ach Gott, wir wollen nichts kaufen, verschwinde. So. Machen wir hinten ebenfalls nochmal solche Andesit-Sachen hin, dass wir hier alles mal so verbunden haben. Dann das nächste, was wir machen, wir haben hier sozusagen jetzt solche rote Sandsteinstufen. Da machen wir einmal so bei die Räder herum. So sieht das dann ungefähr aus. Vorne machen wir das ebenfalls nochmal. Nur, dass wir vorne dann hier einen Block platzieren. Das soll dann so aussehen. Hier in der Mitte machen wir dann hier auch nochmal solche normalen Blöcke hin und verbinden das dann ebenfalls nochmal mit solchen Stufen. Danach machen wir überall solche Knöpfe rauf auf den Reifen. Das sieht ein bisschen realistischer aus, als wären das Felgen. Das nächste, was wir dann machen, wir platzieren hier drauf drei Blöcke und lassen vorne eine Reihe frei. Dann machen wir hier ebenfalls nochmal. Danach habe ich jetzt schon mal Glasscheiben vorbereitet. Bauen wir die hier von rauf, so als wäre es halt dann die Windschutzscheibe. Machen innen drin dann Blöcke rein. Ungefähr so. Hoppala, die hier können ausgetauscht. Vollkommen vergessen. Und danach können wir dann auch schon das Dach rauf platzieren. Hier vorne, ganz wichtig Leute, platzieren wir solche Tageslichtsensoren. Das hat den Grund, weil es einfach cool aussieht. Drinnen können wir natürlich noch einen Sitz platzieren. Platzieren wir hier vorne die Tageslichtsensoren. Und danach bauen wir hinten so drei Blöcke zurück mit diesen Holz-Akazienholz halt. Ihr wisst Bescheid. Und unten können wir dann auch das hier mit den roten Sandsteinblöcken voll machen. Danach wechseln wir wieder zu den Slabs sozusagen und machen das hier auch nochmal so weiter und innen drin füllen wir das jetzt ja auch so aus. Um vorne den Motor ein bisschen besser zu symbolisieren, machen wir hier vorne mein Schild hin, platzieren dann hier einen Rahmen drauf, das sieht so aus, als wäre es hier der Motorkühler. Danach können wir hier noch hinten solche Akazienholz, Falltüren halt drauf platzieren. Das sieht auch ein bisschen realistischer aus, finde ich. Hinten können wir auch noch eins rauf platzieren. Und dann machen wir hier noch solche Schilder an der Seite hin. Andere Seite ebenfalls. Danach können wir hier oben am Dach auch nochmal Falltüren platzieren und machen oben dann noch sozusagen den Auspuff von unserem Lastwagen. Oder Schneepflug halt. Natürlich darf bei unserem Schneepflug auch nicht das Schild vergessen, sozusagen wo der Schnee wegschiebt. Dafür machen wir einfach mal Zäune hin, das wären sozusagen die Arme. Und danach bauen wir hier noch den Flug vorne ran, der sozusagen auch das Wichtigste ist vom ganzen Schneepflug. Natürlich braucht unser Schneepflug noch ein paar Lichter, dafür machen wir oben mit Rahmen. Ganz wichtig muss so gesneakt sein, also ihr wisst schon, sneaken halt. damit wir hier oben das drauf platzieren können und machen noch Glowstone rein, damit es sozusagen hübsche Lichter noch hat. Und schon, voilà, ist unser Schneepflug fertig für den Winter. So, das war's auch mit dem Tutorial. Ich hoffe, dir hat's gut gefallen. Sonst habe ich hier noch ein tolles Video, besser gesagt ein tolles Tutorial, wie man hier gutes Sägewerk baut. Sonst wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao. Wollt ihr auch Tschüss sagen? Würde ich jetzt angucken einfach.